Und damit herzlich willkommen zu einer Folge zwischen den Folgen bei den Farming Nerds. Es ist Sonntag, ich bin der Tobi. Herzlich willkommen. Ja, und da war doch noch was, nicht wahr? Ihr erinnert euch, die letzten zwei Wochen haben wir hier in Kartoffeln gemacht. Also nicht in unsere eigenen, sondern in die von Bonkers. Die Heidi hat eine Wette verloren und musste drei Felder abernten. Das war eine Riesensauerei. Und so haben wir also in der letzten Woche drei Maschinen gekauft, richtig große Kartoffelroder. Und sind auf die Felder eingefahren und so ein bisschen was ist noch zu tun. Da habe ich mir gedacht, damit wir nächste Woche alle in Ruhe wieder von vorne anfangen können. Und wir hatten es ja in der Freitagsfolge auch schon angekündigt. Da machen wir einen kleinen Ausflug, ja, am Wochenende. Und zwar auf die Felder von Bonkers. Und ja, ihr seht schon, hier steht schon mein Auto. Und da fahren wir jetzt mal erstmal rüber zu Bonkers, zu den Feldern und gucken mal, was da so zu tun ist. Ja? Und da sehen wir uns dann gleich drüben schon wieder. Schon an Bonkers kleiner Fabrik. Fahren wir jetzt mal schnell einmal durch und gucken uns an, wie der Stand der Dinge ist. Man hört auch, die ackert schön. Das waren die Kartoffelpaletten. Die arbeiten auch weiter. Hier müssten wir hinterher auch nochmal mit dem... Entschuldigung. Da müssen wir später auch nochmal mit dem... mit einem... Radlader dran längst, glaube ich. Ja, mal gucken, wie man hier abladen kann. Es wird jetzt langsam schwierig hier. Aber hier hinten ist noch Platz. Ja, dann schnappen wir uns mal einen von den Rudern. Ach, da hinten am Feld steht ja noch einer, nehmen wir gleich den. Und, ja, wie befürchtet, gibt es hier eine Menge Kartoffeln zu roden. Aber, was Mutter hat Mutter halt, ne? Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, dass man es nicht gleich wieder absäuft. So, dann roden wir mal. Das wäre auch für Heidi alleine nicht zu schaffen gewesen, hier die Felder zu roden. Deswegen war es, wir können ja mal ganz kurz zurückgucken, auf dem Freitag, da haben wir einige schöne Bilder gehabt. War da zu dritt hier schön übers Feld ziehen, wie ihr gerade sehen könnt. Also das war schon, es hat auch Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, so blöd die Aufgabe von Bonkers auch war, Spaß gemacht hat das schon in diesem Dreierteam. Dem Task nachzugehen und das Ding abzubauen. Und ich meine, am Ende des Tages hat er zwar gewonnen und musste die Felder nicht roden, aber ich denke mir, das Beschicken seiner Kartoffelanlage da und das Abfahren zum Verkaufspunkt, das wird ihn noch das ein oder andere Mal recht aufhalten. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, was jetzt die aufgelaufenen Kosten betrifft, die hier angefallen sind, da hatten ja auch einige nachgefragt. Ja, mein Gott. Ja, also wir sind noch nicht in dem Spielmodus, in dem wir beweisen wollen und müssen, dass wir mit Geld umgehen können. Ja, also ganz entspannt bleiben. Es ist bei allen mehr als genug Geld auf dem Konto und vielleicht überweist Bonkers ja noch den einen oder anderen Talergeld zurück. So, auch schon wieder halb voll. Das war ja auch so ein bisschen das kleine Problem, dass wir hier mit dem
zwischendurch eigentlich im Abladen fahren wollten, beziehungsweise mit dem Abtanker arbeiten wollten und dann aber doch effektiver waren, wenn wir selber rüberfahren zur Anlage. Aber man könnte ja auch, weil eine Anlage so viel ist, hier zwischen den Feldern noch so eine kleine Miete anlegen. Das ist auch für Bonkers hinterher viel interessanter. Kann ich mir überall wenden. Das machen wir. Da legen wir jetzt hier gleich eine schöne Miete an. Mit dem Rest. Versuchen auch schön immer auf einem Haufen zu bleiben. Da sind wir schon bei 80. Achso, und falls einer von euch eine Idee hat, ist es tatsächlich so, dass hier die Kartoffeln ungleichmäßig abgelegt sind in den Kartoffelfeldern? Ist das bei euch auch so? Oder haben wir einen an der Lada? Da muss ich auch nochmal neu anfangen. Na komm, nicht einsinken. Fast noch hier eingesunken. Das hatten wir so auch noch nicht. Andererseits nicht ungeil, ne? Muss man auch mal dazu sagen. So, 97, 98, 99 und voll. So, muss schon von oben gucken, um zu sehen, dass wir auch schön die Mitte treffen. Kann man hier abladen? Man kann hier abladen, das ist doch mal was. Dann wird das jetzt unser neuer Lieblingsabladepunkt. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, warum ich jetzt den Rest hier ohne GPS fahre, komm, da sind nur noch ein paar Reihen. Da muss man uns dann nicht immer gleich übertreiben. Die kann man auch schnell mal mit der Hand abfahren. Außerdem passt es gut zu Bonkers. Warum GPS kaufen? Das wird so teuer. Ja, und dann ist es auch nicht mehr lange hin. Nächste Woche noch. Dann kommen wir bei Folge 99 an. Und dann gibt es die für uns besondere Folge 100. Dann sind wir seit 100 Folgen hier auf der Map Kornau, mittlerweile auch schon, glaube ich, an vielen Stellen gut zu Hause angekommen. Jeder hat so die Abläufe auf seinem Hof so langsam intus. Das ist ganz lustig, ich bin mal gespannt. Einige Ideen haben wir für euch bereit. Eine Überraschung haben wir für euch natürlich auch bereit, ein Logo. Und ja, es ist kurz vor Weihnachten, natürlich gibt es auch was zu gewinnen bei den Farming Nerds. Hallo. Wir wären ja schlechte Nerds, wenn wir nichts zu verschenken hätten. Nee, doch, gibt was. Und vielleicht habt ihr eine Idee auch, was wir in der 100. Folge so treiben sollen.
Und das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Selbstverständlich gerne. Werden das berücksichtigen. Aber auch schon für die Jungs und Mädels einige Weihnachtsmods runtergeladen. Ihr wisst, so ein bisschen weihnachtlich sollte es auch sein, auch wenn wir hier nicht Season spielen und dementsprechend keinen Schnee liegen haben werden. Aber vielleicht baue ich das mal ein, da gibt es doch auch so eine App. Oder einen Mod. Sich hier mal eine Woche lang im Schnee spielen. Geht's los mit den Kehrfahrzeugen. Wäre auch nicht schlecht. So eine Woche lang mal kommunal unterwegs. Tja. Man weiß es nicht. Halb voll die Bude schon wieder. So, mal gucken, ob ich hier. Nee, komme ich nicht mit dich durch, wenn ich das da mitnehmen will. Muss nochmal neu ansetzen. Und ich muss sowieso nochmal auf die andere Seite. Da lag, glaube ich, auch noch. Da war auch noch so ein bisschen was. So. Beim Ernter drüber. Hoch mit dem Rotzemann. Nicht einsinken, bitte. Danke. Das ist wieder oben. Seltsam. Ja, und wenn euch das so gefällt, was die Farming nur jetzt machen, ihr kennt das ja, alle YouTuber sagen das immer. Und wie gesagt, wir verdienen hier mit überhaupt kein Geld und wollen das auch nicht. Aber wenn es euch gefällt, erzählt es gerne weiter, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Und wenn ihr abonniert, vergesst die Glocke nicht zu läuten. Das mal zwischendurch gesagt, denn wie gesagt, auch wenn wir keine Anstalten haben, mit der Nummer hier Geld zu verdienen oder uns daraus ein Leben aufzubauen, wie das andere, die das auch gut können. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wir feiern solche Leute wie Burning Gamers, Nordrhein TV Play oder ein Hirschfeld unheimlich und die sollen das auch machen. Aber das ist nicht unser Ziel. Trotzdem freuen auch wir uns über Likes und Kommentare. Ne? So müssen wir das, was nicht ganz so in den Nebel reinsenden hier alles. So, mit 64 geht's rüber. Und ich habe nochmal nachgelesen. Wir hatten ja in der letzten Woche die Diskussion irgendwie, dass das hier gefühlt alles sehr lange dauert. Und Tatsache, also eigentlich, wenn wir hier jetzt mal gucken, mit 6 bis 7 km/h ernten, das ist ganz schön schnell. Normalerweise läuft die Nummer langsamer ab. Nix. Jetzt wird auch was. Und noch mit der Rodereinheit drüber. Und dann Gang raus. Versuchen wir mal nach da oben zu kommen. Also mit anderen Worten, ich glaube, wenn man merkt, dass so eine Kartoffelernte dauert, dann, weil so eine Kartoffelernte halt dauert. So, Getriebe wieder drin. Und weiter geht's. Na los, komm, den Haufen, den mache ich hier mal im Schnelldurchlauf. Und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite wieder.
damit hätten wir es geschafft. Damit wären die Felder komplett abgeerntet. Heißt mit anderen Worten, wir müssen jetzt noch kalken, dann müssen wir grubbern und dann ist die Arbeit auf den Feldern hier erledigt. Jetzt fahren wir erstmal Fahrzeuge zurück auf einen Stapel. Und die müssen wir auch noch zurückgeben heute. Das wird sonst nämlich zu teuer bei 3 gemieteten Geräten. Also stapeln wir die jetzt erstmal hier drüben alle nebeneinander, damit sie nicht im Weg stehen. Und dann holen wir den Kalkulon. Das machen wir auch gerade im Schnelldurchlauf. Schon, da sind wir auf dem Feld angekommen, haben alles eingestellt. Und wenn jetzt einmal mit dem Kalkulon hier drüber wetzen und ja, da das auch mega spannend ist, aber gemacht werden muss, gibt es auch das hier in Farming Nerds doppelter Geschwindigkeit. Wir sehen uns auf der anderen Seite, wenn alle 3 Felder fertig sind.
Und damit müssten wir jetzt eigentlich schon fast in der letzten Reihe sein, ganz genau. Das heißt, die fahren wir jetzt noch schnell zu Ende und dann haben wir beim Bonkers auch alles mit dem Kalkulon abgestaubt, was mit dem Kalkulon abzustauben war. So ein paar Stellen in der Mitte, da wo wir nicht ordentlich geerntet haben, die sind noch da. Aber so ist das halt. Dann können wir den Bruder hier schon wieder zusammenklappen und nach Hause fahren. Und bevor wir das machen, aber damit es nicht zu teuer wird, gehen wir ganz schnell in die Garage und kümmern uns gerade darum, dass die Kartoffelernte wieder zurückgegeben werden. Ach, warte mal, hier bei gemietete Fahrzeuge. Oh, habe ich eingekauft. Zurück. Zweimal zurück. Steht immer noch einer, ne? Sieht man jetzt nicht. Oben auf der Karte. Da haben wir noch einen. Da steht noch einer. Ach, den hat Heidi gemietet. Den muss Heidi noch zurückgeben. Na gut, und dann können wir jetzt unser Material wieder aufräumen, ne? Fahren wir hier mal kurz bei der Fischgräte durch. Und dann wieder zurück zum eigenen Hof. Denn ich denke, die Aufgabe von Heidi war ernten. Und da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr gemacht als einfach nur ernten. Das heißt, jetzt räumen wir unser Equipment wieder zurück. Und ja, freuen uns drauf, dass der Bonkers sich jetzt einen Radlader kauft und einen Stapler. Damit er seine Pommes wegbringen kann. Interessant. Ja, ich werde jetzt im Laufe des Tages noch mal kurz bei mir bei der BGA vorbeischauen, da ein bisschen sauber machen. Und dann gibt es bei mir ja noch ein Feld zu bestellen, und zwar die 26. Die ist ja nach den Rüben fertig. Und ist, glaube ich, auch schon gedüngt. Müssen wir nochmal nachgucken nachher. Aber das ist alles, wenn überhaupt, eine weitere Folge zwischen den Folgen. Nee, aber ich denke, da werden wir uns in der nächsten Woche hier bei den Farming-Nerds drum kümmern. Dann endlich wieder jeder auf seinem eigenen Hof. Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass wir zwischendurch auch nochmal bei der Heidi vorbeischauen müssen, weil die hat ja jetzt 2 Wochen lang auf ihrem Hof nichts gemacht. Ne? Da müssen wir eventuell auch noch ein bisschen aushelfen. Na gut. Das soll es gewesen sein für diesen Sonntag mit den Farming Nerds, die Folge zwischen den Folgen. Wir räumen auf bei Bonkers. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr den hattet, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen, den ihr uns da lasst. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne. Vergesst nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr auch alle Nachrichten bekommt, wenn wir was Neues hochstellen hier bei YouTube. Ansonsten besucht uns auch gerne bei Facebook und Instagram. Da gibt es auch immer wieder Neues zu sehen, auch bei TikTok. Werde ich wieder neue Sachen hochladen. Und dann sehen wir uns auch dort gerne. Und ansonsten, ihr Lieben, ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf hier in diesen pandemischen Zeiten. Tragt eine Maske, wann immer ihr eine tragen müsst. Ich weiß, viele nervt das. Aber wenn das hinterher das Einzige war, was wir falsch gemacht haben, dann können wir da auch schallend drüber lachen, dass wir alle mit so einem Ding im Gesicht rumgelaufen sind. Also, lieber machen, andere schützen und von anderen geschützt werden. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und wir sehen uns morgen in einer neuen Woche bei den Farming Nerds. Tschüss.